Willkommen in der dunklen, feenhaften Welt von I Am MI, Who Am I. Ein scheues schwedisches Musikprojekt, das wir als erstes Fernsehteam überhaupt vor die Kamera bekommen. Ich spreche normalerweise so gut wie nie über meine Projekte. Jetzt wollen Journalisten plötzlich Dinge von mir wissen, an die ich nie gedacht hätte. Es ist ziemlich anstrengend, diese ganzen Fragen zu beantworten. Kein Wunder. Gehört die Unergründlichkeit des I Am MI, Who Am I-Kosmos doch zum Grundkonzept des Projekts. Im Dezember 2009 bekamen Musikblogger auf der ganzen Welt eine anonyme E-Mail mit einem YouTube-Link. Der führte zu einem perfekt inszenierten Filmclip mit einer mysteriösen blonden Frau in der Hauptrolle. Über ein Jahr lang tauchten auf diese Weise immer neue Clips im Netz auf, samt Tiersymbolik und kryptischen Texten, unterlegt mit Elektrosounds. Die Fangemeinde rätselte, die Klickzahlen erreichten die 8-Millionen-Grenze und Journalisten vermuteten bald Künstler wie Fever Ray oder Christina Aguilera hinter dem Projekt. Erst nach einem Jahr lüftete Yonna Lee ihre wahre Identität. Ich hatte damals eine Solokarriere und mein normales Leben. Das wollte ich aufgeben und etwas komplett Neues machen. Ich wusste, das würde nicht funktionieren, wenn das sofort mit meiner Person in Verbindung gebracht würde. Die Anonymität gab mir die Freiheit, Sachen auszuprobieren, nicht alles erklären zu müssen, nicht alles offensichtlich zu zeigen. Einige Leute sind fasziniert davon. Andere verstehen gar nichts. Und ich finde das gut so. Es ist demokratisch und so sollte es auch bleiben. Es sind vor allem die starken Bilder, die den Erfolg des Teams um Yonna Lee ausmachen. Vielschichtig und symbolschwer stürzen sie den Betrachter in Verzückung oder Ratlosigkeit. Es wimmelt von schwarzen Katzen, Yeti-Figuren, Andeutungen, Bäumen, Wasser und Naturgewalten. Das Projekt ist in vielerlei Hinsicht von der Natur beeinflusst. Das war von Anfang an klar zu sehen. Ich fühle mich mit Mutter Erde sehr verbunden. Schließlich bin ich in Schweden mitten im Wald aufgewachsen. Da gab es nicht wirklich etwas anderes als Bäume. Ich denke, die Skandinavier kommen gerade ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus heraus und entdecken ihre Gemeinsamkeiten. Deshalb sehen wir im Moment in der Musikwelt häufiger dieses typische Skandinavien-Ding, das die Natur in den Vordergrund rückt. Um dieses Skandinavien-Ding auf die Bühne zu bringen, reisten neben Sängerin Yonna Lee mehr als 30 Bandmitglieder im Tourbus von Stockholm bis nach Mitteleuropa und spielten ganz real auf dem Berlin-Festival zum ersten Mal außerhalb der Heimat. Völlig losgelöst vom Presserummel zu arbeiten, hat mich als Person verändert. Und ich fühle das intensive Bedürfnis, jetzt so weiterzumachen. Und wer weiß, wo wir landen? Vielleicht tiefer in der Subkultur, vielleicht ja auch ganz woanders. Deeper underground or maybe somewhere totally different. Momentan sieht es eher nicht so aus, als ob I Am MI, Who Am I so schnell wieder im Untergrund verschwinden. Gerade erschien ihr erstes physisches Album und die nächsten Festivalauftritte stehen auch schon auf dem Programm. Und da beweist die Band, dass sie live, auch ohne Geheimnisbonus, überzeugen kann.
Das war Tracks. Auf arte.tv geht's natürlich weiter. Macht's gut, bis nächste Woche.